Syntastisches Hallihallöchen, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es den Gas zu Ami, und wenn euch das gefällt, lasst gerne jetzt alle ein Like da, auch du. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Und wenn du noch nicht in der Synta-Ami bist, kannst du euch diesen Kanal kostenlos abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren, um so nichts mehr zu verpassen. Ja, Leute, ihr müsst wissen, seit einigen Jahren lebe ich nun hier auf diesem kleinen Villager-Dorf, und es tut sich eigentlich nicht viel Tag für Tag, es ist meistens derselbe Ablauf. Ja, ich gehe meistens jetzt hier eben aufs Feld, ernte ein bisschen alles. Das sind meine Villager-Kollegen, Walle ist auch wieder dabei, also nichts Besonderes. Und irgendwie ist mir heute Nacht schon was aufgefallen. Ich bin rausgegangen, habe hier auf einmal dieses Wasser gesehen, ihr seht's auch. Irgendwie erinnert mich das an irgendeine Textur, aber an irgendwas, aber vielleicht spinne ich auch einfach nur. So, mal gucken. Irgendwie ist das alles nicht so normal. Guck dich mal an. Aber egal, irgendwie, vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen falsch aufgestanden. Und ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt die Sachen hier noch ernten. Und dann schauen wir einfach mal. Müssen wir gleich zurückgeben und... Wartet mal, Leute. Guckt euch das mal an. Da ist ein riesiger Ghast. Und ihr wisst, eigentlich sind Ghaste nur in der im Nether am Leben. Komm. Ich bin ganz schnell noch die Sachen zurück, dann gucken wir uns das Ganze mal hier von Namen an. So, Kiste haben wir keine. Wir legen es einfach hier hin. Eisen darf man auch nicht vergessen. So, schnell rausgehen. Tür zu machen, nicht vergessen, Leute. Und wir gucken mal, was diese Majestät hier mit sich bringt. Okay, warte kurz, dann kurz mit Walle, dass er sich keine Sorgen machen muss, wenn irgendwas passiert. Walle, 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 bleib doch stehen, Walle. Oh Gott, da hinten ist ein ganz, ganz riesiger Ghast. Guck ihn dir mal an. Pass auf, wenn was ist, dann mach dir keine Sorgen um mich, okay? Gut, okay, wir haben Walle Bescheid geben können. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal vom Nahen an. Okay, was ist das? Da geht auch so ein Beacon hoch. Ein riesiger Gas-Tsunami kommt. Rette dich. Oh Gott, Leute. Ich glaube, wir wissen alle, was es gerade geschlagen hat. Ja, Gas-Tsunami kommt und wir müssen uns jetzt irgendwie davor retten. Ja, die passende Kiste ist auch schon da gewesen, das heißt... Ja, es ist schon ein bisschen geplant, dass jetzt hier ein Gas-Tsunami kommt. Und ja, das erklärt auch das Wasser hier unten. Okay, gut, dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und fangen, ja, direkt mit dem Gas, mit der Gas-Base an, okay? So, nehmen wir das, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein riesiger Gas-Tsunami. Ich habe da richtig Angst vor, dass irgendwie, ja, der Gas so mit Feuerbällen schießt und sowas. Und ja, das ist meine größte Sorge gerade, Stand jetzt. So. Gott, was mache ich denn? So. Perfekt, das hier zu. So. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, wir machen einfach so ein Gasgesicht eben als Base. Das wird, denke ich, ja, am besten passen. So, so. Perfekt. Ah. Okay, das sieht jetzt nach unten. Wow. Ich habe noch nie ein Gas gesehen, aber naja. Schreibt mal in die Kommentare, wie wir unsere Gasbase nennen sollen. Also unseren Gas. Ich wäre für... Gustav der Gas. Schreibt mal euren Lieblingsnamen für unsere Base in die Kommentare. Irgendwas Witziges werdet ihr da, denke ich mal, sicherlich finden. So, dann machen wir jetzt... Hey, setz doch mal die Blöcke hier, Mensch. So, und jetzt... So, perfekt. Jetzt hier die Blöcke wegmachen und dann schauen wir. So, ja, du, den Block brauchen wir auch noch. Okay, er ist ein bisschen länglich geworden, der Gaskopf. So, zu. Und die Seite machen wir auf jeden Fall aus Glas. Seite auf jeden Fall. So, okay, wie könnten wir weitermachen? So, genau. Ja, das sieht schon mal coolio aus. Dann hier weiter. Ja, 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 ja. Das sieht nice aus. Und nein, wir haben gar keine Schaufel hier. Nicht so gut. Dann hole ich mir gleich nochmal ein bisschen Eisen. Und mach mir eine Eisenschaufel, dass wir den Boden hier aushöhlen können. Das ist essentiell wichtig, Freunde. So. Glas, Glas. Hier ist auch noch weg. Ah, hier auch noch Glas. Ja, würde ich schon sagen, am besten. Dass uns da nichts passiert. Und, puh. Ich habe hier ein bisschen... Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Gas findet. Weil manche Leute finden die ja süß. War klar, die sehen zwar ganz putzig aus, aber... Ja, die haben es faustig hinter den Ohren, Leute. Aber, naja... So, hier oben machen wir jetzt quasi so das Gesicht hin. Hier, zack. Sieht schon mal ein bisschen gemein aus. Vielleicht jetzt nicht wie ein Gas direkt. Aber ich denke, wenn wir wissen, dass es ein Gas sein soll, ja, erkennen wir das auch. Auf jeden Fall.
Und wir laufen jetzt am besten mal Richtung, ja, hier Dorf wieder und holen uns kurz das Eisen, ne? Dass wir uns eine Eisen schaufeln. War das hier? Hallo? Ja, genau. So. Müssen wir noch ein bisschen Holz abbauen. Ja, perfekt. Da haben wir schön Akazienbaum. Oh Gott. Was zum Essen haben wir auch noch? Perfekt, Zurissimo. Und jetzt machen wir das Boot hier weg. Oh Gott, Leute, ich hab's ein bisschen im Hals. Ich bin doch ein bisschen angeschlagen. Ich war gestern im Schneebiom und ich glaube, dass ich mir da ein bisschen den Schnupfen geholt habe. So. Dann jetzt Holz. Sticks, genau. Ja, das sieht doch gut aus. Jetzt hier die. Oh nein, ich hab vergessen, das sind Iron Ingot zu machen. Genau. So machen wir das, ja. Perfekt. Jetzt haben wir die Schaufel. Und jetzt kann es schon mal weitergehen. Weil, wie gesagt, ihr wisst, wir müssen beim Tsunami immer, das wird meistens vergessen, den Boden noch aushöhlen. So, und das machen wir jetzt einfach. So, so, so. Okay, Leute, ich bin doch ein bisschen aufgeregt. Pat, hast heute Glück, weil ich bin heute alleine. Wie gesagt, ich wohne seit einiger Zeit allein in diesem Dorf hier. Und Pat ist in meinen City geblieben, weil ich wollte mal ein bisschen, ja, in ein anderes Dorf gehen, neue Welt erkunden. Und deswegen ist der Pat heute gerade nicht dabei. Aber sonst wäre er da. Sonst wäre er da gewesen. Versprochen, Leute. Beim nächsten Tsunami-Video oder allgemein ist Pat wieder dabei. So, das Glas setzen wir hier einfach hin, dass wir einen Slot bekommen für die Erde. Geilo. So, jetzt müssen wir hier unten genau Wolle setzen, das war's. Schnell, 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 schnell. Perfekt, 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 Turissimo. Wolle, perfekt, ja. Das sieht doch schon mal gut aus, Wolle, ja. Beschweren kann man sich da eher weniger. Noch mehr Wolle. Nun, wie machen wir es am besten, ja. Hier so einen kleinen Weg runter, ja. Jetzt hier zumachen. Genau, perfekt. Jetzt sind wir hier oben und... Oh Gott, wir müssen das Ding hier noch zumachen, das Dach. Genau. Das heißt, müssen wir uns jetzt dran halten. So, perfekt, perfekt. So, schnell. Es muss alles schnell gehen, weil ich weiß nicht, wann der Tsunami kommt. So, wir müssen auch die letzten Blöcke hier eben setzen. So, perfekt. Ihr habt den nämlich noch nicht ganz fertig mit unserer Messung. Und war, Leute, der Tsunami kommt schon. Wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Wir haben die Zeit ganz unterschätzt. So, schnell hier zumachen, zumachen, zack, zack. Oh Gott, wir haben die Zeit komplett vergessen. Oh Gott, der Tsunami, guck mal an. Lauter Gasgesichter. Schnell, 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 schnell. Komm, jetzt alles zumachen, aber ratzefatz hier. Okay, gucken, haben wir alles abgeschlossen hier. Hier sieht's gut aus, sieht gut aus. Ja, oh Gott, hier war noch ein Loch. Hm, hier auch alles gut. Müssen wir schnellstmöglich hier nach oben kommen, Leute. Oh Gott, schnell. Schnell. Oh Gott, schnell, schnell, zu, alles muss zu. Schnell, schnell, schnell. Okay, Leute, wie sieht's aus? Der Tsunami erreicht die Base jetzt. Hält unsere Base stand. Sieht gut aus. Oh mein Gott, Leute, guckt's euch mal an. Dieser fette Tsunami, das ist nur die erste Welle. Die zweite Welle kommt ja erst noch. So, warte mal, wartet, wartet, wartet. So, wir müssen jetzt hier hoch. Hier hoch, ja. Und wir können es vielleicht so ein bisschen besser angucken. Oh nein, der Tsunami ist ja schon über uns. Da kommt die zweite Welle, Freunde. Die zweite große Welle. Okay, ich würde sagen, wir packen uns unser Boot und gehen gleich mal hoch. So, da fackeln wir jetzt nicht mehr lange. Machen. Oh ne, wir müssen hier hochgehen und das aufmachen. Zack, hoch, sofort. Okay, Leute, schnell, 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 schnell. Hoch. Bam. Schnell das Boot setzen und jetzt geht's auf die höchste Stufe des Tsunamis. Heilige Makrele, kann doch nicht versteinern. Hoch, hoch. Oh mein Gott, wir sind gleich oben. Sieht das cool aus hier oben, Leute. Wir sind einfach auf einem Gasraum und der ist gar nicht so gefährlich, wie ich dachte. Und wahrscheinlich ist das Gas auch nur irgendwie, was weiß ich, ein nettes Kuscheltier oder sowas. Und wir können jetzt auf den Gas drauf gehen. Oh Gott, 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 pass auf. Boom. Wir müssen wieder nach oben gehen, Leute. Schnell nach oben. Oh mein Gott, es macht schon mega Spaß, hier rumzufahren auf dem Tsunami. Wir würden auch gerne mal auf dem Tsunami rumfahren. So, wir gehen jetzt, ich hab eine Idee, Leute, wir gehen jetzt in diesen, ja, in dieses Glas rein und werden mit dem, und red mal mit dem Gast, okay? Ich würde sagen, wir sind jetzt hier gleich. Ah! Oh, schnell die Blöcke hochbauen, so schnell es eben noch geht. Komm, 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 komm. Es dauert so lange. Es dauert so lange. Hier, schnell hoch, schnell hoch. Schnell, schnell, schnell. Okay, ich würde sagen, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, wie ich mit dem Gast rede und was ich jetzt mit dem Gast vorhabe, schaut euch gerne, lasst gerne ein Like da, dann kommt davon der nächste Teil. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ja, und ciao.